Mehr Geld für Rentner. Mindestlohn steigt 2025 auf 12,82 Euro. Mein Name ist Peter Knöppel. Ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Ja, meine Damen und Herren, der gesetzliche Mindestlohn ist immer wieder Anlass zur Kritik. Er ist Dauerfeuer in der Kritik um den Mindestlohn und dessen Höhe wird ständig gerungen, ständig gestreitet oder gestritten. Arbeitgeber warnen vor einem zu hohen Anstieg. Gewerkschaften und verschiedene politische Parteien und Sozialverbände sind der Meinung, dass er viel zu niedrig ist. Sie verlangen einen Anstieg bis zu 15 Euro pro Stunde. Sie können sich vielleicht noch an die Diskussion erinnern, als es den Anstieg des Mindestlohns aus 2023 von 12 Euro auf 12,41 Euro ging im Jahr 2024, also der Anstieg von 23 auf 24, 12,41 Euro, was da für eine Protestwelle losgetreten worden ist und wie dort auch zum Beispiel der SPD-Minister, der dafür zuständig ist, Hubertus Heil, relativ lässig und leicht reagiert hat und gesagt hat, naja, dafür ist ja die Mindestlohnkommission zuständig. Und jetzt auf einmal erleben wir eine völlige Umkehr der gesamten Diskussion, auch durch die SPD, die sich jetzt auch in öffentlichen Wahlkampfveranstaltungen hinstellt und einen Mindestlohn von 15 Euro fordert. Ja, meine Damen und Herren, der Mindestlohn hätte wohl nach Ansicht einiger hier in Deutschland auch nach der Mindestlohnrichtlinie der EU im Jahr 2024 schon längst auf 14 Euro angehoben werden müssen. Aber die Mindestlohnkommission, die in Deutschland zuständig ist, hat ja mit der Erhöhung 2024 auch gleichzeitig die Erhöhung im Jahr 2025 auf 12,82 Euro festgelegt. Es ist, muss ich sagen, kein großer Sprung, ganz klar. Es ist ein kleiner Anstieg und der sicher vielen nicht ausreichen wird, weil das Leben in vielen Fällen oder in vielen Fällen also praktisch immer teurer wird. Energie- und Lebensmittelpreise steigen. Ich habe jetzt zum Beispiel am 26.10.2024 gelesen, dass es zu einer Gaspreisexplosion im Jahr 2025 kommen soll. Ja, und vor allen Dingen Menschen mit niedrigen Einkünften und geringen Renten leiden auch im Jahr 2025, bin ich mir hundertprozentig sicher, unter diesen hohen Kosten. Und da ist jede Anhebung der Stundenlöhne sicher willkommen. Wie gesagt, es ist nicht der große Sprung, aber Sie können sicherlich auch von diesem Mindestlohn profitieren und zwar aus zwei Gründen, sehe ich zumindest so. Als allererstes, die Erhöhung des Mindestlohnes bedeutet die Erhöhung der monatlichen Geringfügigkeitsgrenze. Wir haben ja aktuell im Jahr 2024 eine Geringfügigkeitsgrenze oder die Minijobgrenze 538 Euro und die steigt mit der Erhöhung des Mindestlohns auf 556 Euro im Jahr 2025. Und die Erhöhung des Mindestlohnes bedeutet bei gleichzeitiger Arbeitszeit, also wenn es keine Arbeitszeitverkürzung gibt, in einem regulären Beschäftigungsverhältnis, also was über der Geringfügigkeitsgrenze liegt, einen höheren Brutto-Monatsverdienst und damit auch ein höheres Nettoeinkommen. Es ist, ich gebe es wirklich zu, nicht der große Wurf. Ich hätte mir auch viel mehr gewünscht, aber ich sage, lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Lieber diese 40 Cent pro Stunde mehr als gar nichts in der Hand zu haben. Und deshalb sage ich schlicht und ergreifend, ja, die 12,82 Euro, die kommen, sie sind viel zu gering. Aber letzten Endes, sie werden erstmal da sein. Und ich bin wirklich mega gespannt, was die aktuelle Politik, also sprich die Ampelregierung in Sachen Mindestlohn 2026 dann sagen wird, wenn die Mindestlohnkommission dazu tagen wird. Also da bin ich wirklich mega gespannt. Wir wissen ja auch noch gar nicht, ob die Bundesregierung, heute ist der 26.10.2024, den November oder den Dezember 2024 überhaupt noch erleben wird, was wir dort sozusagen im Dauerfeuer der Eitelkeiten des Bundesfinanzministers, des Bundeswirtschaftsministers und des sehr, sehr schlecht agierenden Bundeskanzlers erleben, ist ja wirklich nur noch dazu gedacht, dass diese Ampelregierung letzten Endes kaputt gehen muss. Und viele sagen ja auch in Deutschland, es ist besser so, lieber schlecht regieren, als
hier lieber aufhören mit Regieren, als weiter so schlecht regieren, wie es uns ja die Ampelregierung aktuell wirklich jeden Tag vorspielt. Ja, meine Damen und Herren, es ist ein kleiner Anstieg, er ist bitter nötig und die Zahlen zeigen es, die Armut in Deutschland steigt und steigt. Rentnerinnen und Rentner haben nur geringe monatliche Einkünfte und sind deshalb auf die Anhebung des Mindestlohnes angewiesen. Der Anstieg von 12,41 Euro auf 12,82 Euro ist wirklich nur ein kleiner Schritt. Er bedeutet aber höhere Einkünfte für viele Millionen Menschen, die in Deutschland im Niedriglohnsektor arbeiten. Leider ist das auch so in Deutschland. Wir haben einen riesen Niedriglohnsektor, der ja auch eingeführt worden ist aufgrund Hartz IV. Das haben wir auch der SPD zu verdanken. Ja, meine Damen und Herren, hoffen wir das Beste, dass der Mindestlohn im Jahr 2026, wie von Hubertus Heil und auch von Kanzler Scholz mit breiter Brust angekündigt, dann auf 14 bis 15 Euro steigen wird. Ob es so kommt, meine Damen und Herren, liegt an der Mindestlohnkommission. Da kann der Bundesminister Heil erstmal gar nichts machen. Er kann eben nur darauf verweisen, dass wir in Deutschland dann, ich glaube, ab 1. November oder ab 1. Januar 2025 dann bei uns auch diese EU-Mindestlohnrichtlinie gilt. Die ist ja bei uns noch nicht geltendes Recht. Und wenn die dann gilt, muss die Mindestlohnkommission nach der Richtlinie dann die Dinge festlegen, wie die EU-Richtlinie das vorschreibt. Aber, meine Damen und Herren, ich weiß das alles nicht. Aktuell gehe ich jetzt erstmal davon aus, dass wir zum 1. Januar 2025 dann einen Mindestlohn von 12,82 Euro brutto pro Stunde haben werden. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.